Howdy ho, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Sonne mit mir in dem Regio. Und heute schnappen wir uns Kapuriki, nachdem wir Kapuriki besiegt haben. Und ja, das geht. Na, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr direkt nach der Liga Kapuriki besiegt habt, dass ihr keine Pokébälle hattet oder was auch immer. Denn es ist in der Tat so, ich habe es ja auch im Let's Play genauso getan. Ich habe Kapuriki einfach eiskalt besiegt. Kapuriki ist abgehauen. Das bedeutet aber nicht, dass wir Kapuriki auf unserem Spielstand jetzt nicht mehr bekommen können. Wir begeben uns nämlich einfach jetzt zu den Ruinen des Krieges. So hießen die Ruinen, glaube ich. Die sind ja hinter Lili. Jetzt sehen wir erstmal so eine kleine Animation nach der Liga von wegen Team Skull und Tali, bla bla bla. Wobei, das ist ja nicht mehr Team Skull. Das sind jetzt irgendwelche random Punker. Okay? So. Jedenfalls, was ich jetzt sagen wollte, ist, falls ihr Kapuriki besiegt habt, keine Sorge, ihr könnt Kapuriki immer noch erhalten. Ja, dann müsst ihr wirklich absolut keine Angst haben, weil das ist eine Frage, die Leute sehr, sehr oft stellen. Auch einfach, wenn sie an diesem Punkt ankommen. Und mir ging es genauso. Ich war auch erstmal perplex und habe mir gedacht, hä, was ist, wenn ich jetzt dieses Kapuriki nicht fangen kann, nicht fangen will, was auch immer. Und das ist zum Glück kein Problem. Wir finden hier ganz nebenbei noch die Elektrosamen. Sind natürlich ganz gut, wenn man Kapuriki spielt oder brauchbar, wenn man Kapuriki irgendwie spielen sollte. Für den Fall, dass es hier irgendjemand von euch interessiert. So, die Ruinen des Krieges. Guys, die Ruinen des Krieges. Wir begeben uns hier natürlich gleich erstmal rein auf zum Podest und dann wollen wir uns heute Kapuriki fangen. Ja, Kapuriki, da haben wir ihn. Womit starten wir denn gegen Kapuriki? Fee Elektro. Das Ding ist, wenn wir auf Kumpelburg gehen, wird Kapuriki uns absolut nichts antun können. Und das ist jetzt nicht mehr übertrieben, Leute, weil Kapuriki wird hier tatsächlich nichts machen können gegen ein Boden-Pokémon. Egal welches Boden-Pokémon, Leute, das Einzige, was Kapuriki machen kann, ist Zorn der Natur, würde ich sagen, glaube ich. Nature's Wrath, hieß das nicht Zorn der Natur oder Naturzorn? Mehr kann das Ding nicht. Und natürlich noch seine Elektromoves, aber die treffen euer Boden-Pokémon obviously nicht, ne? Deswegen keine Sorge. So, da haben wir Kapuriki wieder mit dieser wundervollen Kapu-Theme im Hintergrund. Ich muss sagen, diese Kapu-Theme ist einmalig. Da haben wir Naturzorn und... Oh, ich hatte die Animation aus, richtig. Da war ja was. Oh, ich hatte die Animation aus gehabt, richtig. Weil ich Necromsa resettet habe. Also ich habe das Wesen von meinem Necromsa resettet. Naja, egal. Sondern zugutekommen, ich kann euch hier selber noch ein bisschen was zu Kapuriki erzählen, bevor wir uns das jetzt hier fangen werden. Kapuriki ist ein super episches Pokémon. Viele sagen, dass Kapuriki mehr oder weniger das Gesicht von Pokémon Sonne und Mond ist, also in den Competitive-Kämpfen. Und man sieht Kapuriki auch verhältnismäßig sehr, sehr oft. Ja, das Ding ist, ich weiß nicht, mit einem Base-Wert von 130, glaube ich, verdammt schnell unterwegs. Es kann dank des Elektrofeldes sowohl auf physischer Seite als auch auf spezieller Seite sehr, sehr viel Damage raushauen und weißt du, Kapuriki, weißt du, ursprünglich wollte ich jetzt eigentlich noch ein kleines, schickes Video zu dir machen, wo ich jetzt erstmal ein bisschen talke, wo du dich vielleicht, ja, das Video bis zu 10, 15 Minuten lang machst, ja, weil du dich die ganze Zeit widersetzt, aber wenn du im zweiten Ball schon drin bleibst, dann ist es natürlich umso besser. So, der Neugierige und lebhafte Schutzpatron von Mele Mele. Es kann Gewitterwolken rufen und Blitze in seinem Körper speichern. Vom Typen Elektrofee, Kapuriki. Und wie gesagt, ein absolut fantastisches Pokémon. Ich muss mir das hier noch soft resetten nach Wesen. Ich brauche nämlich noch ein... Ich wollte noch ein physisches haben, für den Fall der Fälle. Ich habe jetzt ein scheues. Ich würde aber gerne noch ein physisches haben. Und ja, gucken wir uns doch einfach mal Kapurikis Wesen an. Spitznamen brauchen wir natürlich erstmal nicht, aber wir können uns hier den Bericht von Kapuriki anschauen. Sehr schlechtes Wesen, das heißt, ich werde auf jeden Fall resetten müssen. Und ihr seht, Naturzorn, Ladungsstoß, Elektroball, Agilität. Also habt einfach ein Boden-Pokémon vorne und ihr müsst nur noch die Bälle werfen und das Ding halt ein bisschen anhitten bis zum roten Bereich. Und dann macht Kapuriki nichts mehr. Wir sehen aber auch hier schon wieder super gute Initiative. Der Angriff ist auch ziemlich gut. Der Spezialangriff ist ein bisschen niedriger als der Angriff. Aber das Problem ist, man kann Kapuriki nicht wirklich gut in der Offensive spielen. Jedenfalls in der physischen Offensive. Weil euer bester Elektromove ist Stromstoß. Ja, und Stromstoß ist halt, naja, jetzt nicht so der Burner. Auch wegen dem Rückstoß. Und es macht nur 90 Schaden. Und ihr habt keinen einzigen Feen-Move auf der physischen Seite. Ja, mit dem ihr Schaden austeilen könnt. Das heißt, euer Feen-Step geht sozusagen verloren, aber auf der speziellen Seite könnt ihr hingegen zum Beispiel Zauberschein spielen. Joa.
Aber ich würde trotzdem nochmal ein physisches haben, für den Fall der Fälle. So, kleines Video dazu, wie ihr Kaporiki bekommt, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kurz ist. Sorry for that. Aber wir machen dann in der nächsten Folge dann weiter mit den anderen Kapus. Und joa, wir nähern uns so langsam sicher dem Ende des Let's Plays, weil nach dem Kapus gibt es dann tatsächlich noch relativ wenig zu tun. Es gibt noch was zu tun, aber das ist nicht mehr ganz so viel. Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst eine positive Bewertung da. Ich versuche heute auf jeden Fall noch ein Video hochzuladen für euch, und zwar ein besonderes Video, auch weil Weihnachten ist. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, wir sehen uns morgen wieder. Euer Rigi, ciao!